kennen Sie Carmen Fenk noch? Nein, ich habe sie kürzlich in Zürich angetroffen und ich bin nicht ganz sicher, ob sie es ist. Ich bin an und habe gesagt, sorry, Carmen, bist du es? Ja, ich bin's. Carmen, ich habe deine CD gekauft. Ah, du bist das gewesen. Ja, das ist ja total brutal. Vom einen auf den anderen Tag sind die in jedem Fernsehbericht, in jedem Illustrierten, in jedem Zeitung, überall drin gewesen. Und jetzt, zwei Jahre später, niemand mehr schwätzt von denen. Für uns war das Anlass genug gewesen, dass wir gesagt haben, wir werden das besser machen. Wir veranstalten heute Abend mit ihnen zusammen hier ein Casting. Ja. Bei uns heisst das ganze Popstern, also mit einem P geschrieben. Und uns geht es darum, den Sieger oder die Siegerin von heute Abend dann aber auch über die nächsten 40, 50 Jahre unterstützen. Jetzt brauchen wir noch eine Jury, aber schon vorher habe ich das Gefühl, sie haben so ein bisschen eine Aura wie der Chris von Rohr. Dann gebe ich ihnen so ein Nummerli und vielleicht noch zwei Damen. Dann können sie sich die Beiträge da vorne auf der Bühne einfach anhören und nach dem Beitrag ihre Wertung aufstecken. Das eins ist das tiefste, das eins ist das höchste. Eine Regiestimme schwätzt mit ihnen, damit sie eine Ahnung haben, wenn sie mich bewerten. Genau, die Stimme schwätzt mit ihnen. Dann sind wir alle parat und drehen. Dann fangen wir, würde ich sagen, ja, gerade fangen wir an. Ja, mal, fangen wir an mit dem Peter Kneubühler, 1253. Bitte. Mein Name ist Kneubühler, ich komme noch sehr nach im Kanton Thurgau. Ja, vielleicht zu meiner Person noch. Also ich habe mit meiner Frau Daniela zusammen, haben wir eine Pferdefarm. Ja, wir haben sehr, sehr, sehr viele schöne Pferde. Wir haben zum Beispiel Haflinger, haben wir, dann haben wir Freiburger, haben wir auch ein paar Shetland-Ponys und Golden Retriever. Ich komme aus dem Country-Bereich und darum möchte ich sehr gerne heute einen Country-Hit zum Besten geben. Playback ab, bitte. Oh, nein, nein, stopp, das ist nicht meins. Hallo? Hallo? Nein, könnt ihr da wechseln, bitte? Regie? Hallo, Regie? Immer noch einmal. Ja, das richtige Playback. Das war ja Britney Spears. Ich meine, Britney hat jetzt nun mal gern nichts mit Country am Hut. Gut, sie hat einen Arsch wie ein Pferd, aber sonst ja. Also, jetzt, das ist meine, ja. Country! Riding through the prairie on my horse. Later a drink at the whiskey bar. Me and my horse, we are best friends. He will follow me until my end. Away from me, you have to stay. Otherwise I blow your head away. Away from me, you have to stay. Otherwise I blow your head away. Okay, merci vielmals für den Beitrag. Ja, merci vielmals. Jury, merci. Fertig, bitte. Merci vielmals. Eine Vieri. Nochmal eine Vier. Also da finde ich jetzt ein bisschen knauserig, finde ich da. Gehen wir weiter mit Nummer 1254. Gianfranco, bitte. Ciao Zimmer. Ich bin der Gianfranco. Gaviezel und komme von Curvelda. Ich arbeite bei der Rätischen Bahn, RHBI. Und das bedeutet ja, Rätische Bahn. Woher kommt das Huren her? In meiner Freizeit habe ich Hobbys. Ich tue Lokomotivenplakate sammeln, singen und ab und zu kiffen. Meine Vorbilder sind der Mario Pacchioli, ja, der DJ Bobo und der Renzo Blumenthal. Ja, der ist Biobauer und macht das beste Gras. Jackson. Ja. Ich wollte eigentlich das erste Hit mitbringen, also Marmor, Bricht und Eisenstein. Aber weil sie so viel Junge hat, bringe ich jetzt etwas von dem China-Restaurant. Also Tokyo Hotel. Ich kann eben die Leadsängerin so schlecht nachmachen. Darum bringe ich jetzt einen Hit vom DJ Bobo. Es ist aber vorher der Herr Regie zu mir angekommen und er gesagt, er kann das Playback nicht abspielen, weil ich es auf eine Kassette gebracht habe. Ja. Jetzt mache ich das Ganze ab, Bagella. Also die Musik macht ba. Und dann singt der DJ Bobo. Chivuf, wuf! Nein, Chivave! Ja, dann macht Musik. Ba. Und dann singt der DJ Bobo. Chivave!
Und dann kommt der DJ Bobo und die Musik zusammen. Gut, das ist jetzt sehr schwierig allein. Chihuahua hier, Chihuahua there. Everybody, it's the... Life is easy. Ist gut gewesen. Okay, merci. Jury, Wertung bitte. Nein, boah. 8 und 7 ist 15 und 10. Hey, das ist ein hoher Feel, ey. Hey, boah, mit euch komme ich nachher in Pause und eins kiffen. So geile Sinn, aber die haben wir auch okay, wir gehen gerade weiter mit dem Nummer 1257, Julian Kaufmann, ja, bitte. Ja, Mann. Yeah, come on, check us in the house now. Come on, check us in the... Yeah, come on, check us in the house. Jetzt komm ich, klappe now in Zaus und Braus. Check us in the house, was ich seh, das ist ein Graus. To the head, to the hole, to the head, to the hole. Here, come on now. Chicks in the house. You blame me, you find me, you cry me. Jetzt folgt mir kein Text mehr. Jake is in the house now, Jake is in the house, stop the motherfucking play. Okay, danke vielmals, Julian, vielen Dank. Respekt, merci vielmals. Check it out. Vielleicht noch kurz etwas zu dir. Ja, easy, man, ist schon gut. Ja, mein Name ist Julian Kaufmann. Kollegen sagen mir aber alle JK. Er tönt einfach ein geiler so. Und ja, ich komme von Emmenbrück. Also ich sage natürlich, ich komme von IB. Tönt geiler und so. Ja, dann zu meinen Vorbildern noch ganz kurz, Mann. Der Eminem, ja. Aber auch der Snoop Dogg. Ja. Aber auch der Tupac und der Sixpack. Und dann haben wir natürlich noch den 50 Cent. Ja. Aber auch den 2,50 Franken. Ja. Und eins von meinen allergrößten Vorbildern, Mann. Und darum einen riesen Respekt für Francine Jordi. Also, Mann, komm, zeig dir mal an, Mann. Ey, was, zwei? Was ist das hier? Nein! Habt ihr auch schon mal Hip-Hop gehört, oder was? Wenn ihr mich vor dumm vermiert? Ja, check. Ey, wir sehen uns draussen im Foyer, hä? Und ich komme nicht allein. Nein, Mann, meine Mutter kommt auch. Check it out! Hey, merci vielmals. Wir gehen weiter mit 1258. Alessandro. Ciao insieme, mi chiamo Alessandro Berlusconi. Vengo da Bellinzona in Ticino. Ja. E a casa mia abbiamo cantato. Okay, verstehen, io ho scelto una canzone nicht. Di Eros Ramazzotti. Come? Wir spielen jetzt si dovrebbe avere un uomo così e purtroppo io non ho, ma sarebbe meglio così, io non so. Dunque in questo momento vorrei cominciare a cantare. È importante che la gente, il pubblico... Guarda. Nato ai bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria popolare è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più. Dankeschön, merci vielmals. Jury, Wertung bitte. Boah, 10, grazie, 9, grazie. Qua, piccolino vaffangulo, qui soltanto 4, 2, 6.